Recht herzlich willkommen, liebe Speedway-Fans, das Team HJK-Video begrüßt Sie hier aus dem Stadion Ellermühle, wo heute eine Supergala stattfindet. Und zwar Golden Raids 1989, Stadion Ellermühle mit den weltbesten Fahrern der vergangenen Jahre. Und es sind angetreten Weltmeister aus dem Jahre 1957, 54 bis zu den Weltmeistern 1982. Die Presse war auch vertreten hier mit dem Starfotografen rechts Mike Patrick, der Rückenpferdin Andreas Fahlig zu und mit dabei Dieter Kirchen. Im Fahrerlager hier direkt bei Waldemar Bartschik, er war ja lange Zeit bei Hansa Bremen mit auf dem Verein. Es war natürlich eine ausgewählte Spitzenklasse, die sich hier im Fahrerlager versammelt hatte. Die sahen wir ganz kurz an, auf Michanek, Giri stand zu dem Bild. Und da hinten Schorschel Hack. Und hier mit der Startnummer 21 hat er uns den größten Zügel zählt. Wackhoffmeister im Gespräch mit Josef Froschauer, einem anerkannten Referee, der hier in Deutschland tätig ist. Ja, weiter geht das Bild dann auf Schorschel Hack hier, der ja lange Zeit oftmals mit dem Team Landshut Deutscher Meister wurde. Natürlich dabei der Sonny Boy aus Kalifornien, Bruce Penhall. Er wurde ja von allen Fans in Deutschland sehr geliebt, weil er eine Frohnatur war und immer wieder offen zu seinen Fans war. Lange Zeit, wie auch hier Autogramme spielt. Genauso wie dieser Mann, er ist ein bisschen rundlich geworden. BC Peter Collins aus England, der ja jahrelang in der deutschen Szene mitmischte. Ja, Hans Wassermann, wie immer auf der Suche nach einem guten Motor. Er hat immer irgendwo einen Blick. Er ist ja Betreuer von Gerd Riss, betreut ihn schon mehrere Jahre. Im Hintergrund sehen Sie hier einen jungen Mann. Das ist der Sohn vom Giri Stanze, der auch schon einige Erfahrungen gesammelt hat. Ja, und hier sehen wir den Organisator Bernie Briggs mit seinem Sohn Toni Briggs im Gespräch mit Konrad Eichner. Ja, und dann kommen wir gleich zur Fahrervorstellung. Im allerersten Hubschrauber waren dann die Fahrer Barry Briggs, Ove Fundin, Björn Knudsen. Jetzt müsste ich einmal wissen, wer die anderen sind. Das waren dann mit der Startnummer 4 Manfred Boschenrieder und Hans Griebel. Ja, wir mussten leider das Programm jetzt zur Hand nehmen. Dann aus dem zweiten Hubschrauber, angeführt von zwei Ex-Weltmeistern, Peter Collins und Anders Mikanek. Peter Collins, 1978 wurde er Weltmeister und Anders Mikanek 1974. Dann mit dabei Hans Wassermann, Jan Oedegaard und Kai Lipsi Lachtin, ein finnischer Fahrer, der viele finnische Titel gewonnen hat und mehrmals beim Weltfinale mit anwesend war. Hubschrauber Nummer 3, Waldemar Bartschik, Kerry Betts, Norman Hunter, Edgar Stangeland. Diese waren hier in der Hubschrauber vertreten. Hier sehen wir Waldemar Bartschik. Kerry Betts in seinem original alten Rennanzug aus den 60er Jahren. Ja, und dann aus dem vierten Hubschrauber. Da stiegen Jung und Alt aus. Es waren Giri Stanzel, Zenon Plech, Fred Aberl, Wackhoffmeister und Pete Smith. Pete Smith hier rechts im Bild, links Zenon Plech. Dann in der Mitte Giri Stanzel, Wackhoffmeister und Fred Aberl. Ja, und der Hubschrauber, er kam noch ein letztes Mal reingeflogen. Und in diesem war für uns sehr erfreulich Sam Ermolenko, der nach seinem sehr, sehr schweren Sturz in Herxheim, Sie wissen es alle, da hatte er sich mehrmals das Bein gebrochen, Kniescheibe zertrümmert, humpelte er schon ins Stadion ein. Und er hat gesagt, dass er in der nächsten Saison wiederum hier in Deutschland fahren will. Hier ist er im Gespräch
mit Thomas Schiffner vom PS-Team, mit dem wir ja dieses Jahr das Hallenrennen in Herne vorbereitet haben, beziehungsweise wir haben es aufgenommen, auch wenn es nicht ganz so geklappt hat, das Hallenrennen in Herne, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und dann fehlte noch einer. Wer konnte dies anders sein? Beziehungsweise zwei Leute fehlten noch. Das waren A, der Schorschel Hack, der ja hier in Landshut Teammanager vom AC Landshut ist. Und natürlich der Sonny Boy aus Kalifornien, Bruce Benoit. Dieser wurde natürlich auch gleich von Thomas Schiffner wieder interviewt. Wurde gefragt, ob er jemals wieder in den Lederkombi steigen wollte. Ob er jemals wieder weiter Speed befahren möchte. Aber der Bruce, er hat es natürlich schon vor etlichen Jahren klipp und klar gesagt. Er hatte ja damals Angebote aus dem Firmengewerbe. Er würde nie wieder fahren. Und dieses wäre für ihn eben nur ein Spaß und nur ein Dankeschön an Beryl Briggs, weil dieser ihn so nett eingeladen hat. Der Schorschel Hack, wie gesagt, er ist ja tätig für den AC Landshut. Er trainiert die Jugend und natürlich auch die Manager. So, und wir kommen zum allerersten Lauf. Das Swinging 60s, das Ganze wurde in drei Gruppen unterteilt. Swinging 60s, dann Fable as 50s und natürlich die Golden Oldies, die einen Lauf fuhren. Die Swinging 60s mit insgesamt vier Runden. Schorschel Hack liegt hier auf den ersten Platz. Zweiter mit Gelb ist dann Waldemar Bacik. Und auf den dritten Platz dann Pete Smith vor Norman Hunter. Der Schorschel Hack, er war ja nur ein einziges Mal bei einem Weltfinale vertreten. Das war 1982. Und wie er sagte, war es für ihn das größte Erlebnis, was er hatte. 1982 beim Einzelweltfinale in Los Angeles. Ja, dann fuhr er natürlich auch noch bei den beiden Teamweltfinalläufen mit, wo die Deutschen jeweils Platz 3 belegten. Einmal in Olching, wo sie noch knapp hinter den Engländern den dritten Platz belegten, wo ja auch die Dänen gewannen. Und dann im Jahr darauf war es dann im alten White City Stadion von England, wo er mit Egon Müller, Georg Hack, Carly Meyer, wo sie ebenfalls einen dritten Platz belegten. Tja, und diesen Lauf gewann dann doch im Endeffekt noch Waldemar Bacik. Zweiter wurde dann Schorschel Hack. Dritter Pete Smith und auf den letzten Platz Norman Hunter. Ja, liebe Speedway-Fans, wir wollen dieses Mal das Rennen eigentlich ziemlich locker sehen, denn es gab zwar eine Punktewertung und auch einen Gesamtsieger. Wir kommen aber erstmal zum Lauf Nummer 2, Swinging 60s, die zweite Aufstellung. Peter Collins Roth, Franz Langblau, Anders Michanek Weiß und Iris Stanzel in Gelb. Startes Erfolg mit Blau geht. Franz im Lang erstmal in Führung, aber da wird er schon abgefangen von Peter Collins in Rot, oder wie scheint es? Ja, Peter Collins ist auf dem ersten Platz. Roter ist dann Anders Michanek, dritter Stanz und auf den letzten Platz Franz Lang zurückgefahren. Ja, der Franz Lang ist natürlich der älteste Teilnehmer in diesem Feld hier. Und somit war es natürlich eigentlich auch ziemlich schwierig, überhaupt mithalten zu können. PC, er versucht hier sogar noch ein Video zu machen. Er ist immer noch genauso locker, so freundlich wie früher, wenn er oft auf den Grasbahnrennen war, in Bielefeld, überall in den Stadien, wo er ein gern gesehener Fahrer war. Obwohl, im Alter ließ dann etwas seine Kondition nach. Und dann hat er es dann auch kurzfristig aufgegeben. Er hat noch ein super Abschiedsrennen gegeben in Bellevue, wo Weltspitze am Start war. Dann hat er den Verein Bellevue komplett übernommen, als das alte Stadion hier abgerissen wurde. Tja, PC gewinnt natürlich diesen Lauf. 1976 wurde PC einmal Weltmeister. Etliche WM-Teilnahmen hat er natürlich auch. So, dann kommen wir zum Lauf Nummer 3. Wiederum die Swinging 60s. Das sind dann die 12 Fahrer, die in der Gruppe starten. Bruce Benoit blau, rot, Zenon Plech blau, Edgar Stangenang weiß und Terry Betts in Gelb. Ja, Bruce Benoit, zweimal Weltmeister geworden. Und zwar 1981 und 1982. Denken Sie einmal zurück an diesen sagenhaften Lauf mit Kenny Carter 1982 in Los Angeles. Als es zu diesem Sturz kam,
wo Gott sei Dank keiner sich verletzte, aber Kenny Pancata doch sehr, sehr erbost war, als er disqualifiziert wurde und durch den Restart konnte dann sozusagen eine kleine Vorentscheidung fallen für Bruce Bennell, die auch nutzte. Und dort wurde dann ja Les Collins insgesamt nur Zweiter. Hier liegt der Bruce Bennell natürlich wieder in Front auf dem zweiten Platz. Dann Terry Betts, eigentlich eine Überraschung, dass Senor Black hier, der 1973 Dritter und 1979 Zweiter beim Weltfinal wurde, beides Mal in Polen, dass er nur auf einen dritten Platz liegt. Und Edgar Stangeland auf den letzten Platz zurückgefahren. Da kommen wir nochmal zu dem Modus zurück. In den Swinging 60s Läufen werden immer vier Runden gefahren. Dann bei den Fabulous 50s werden drei Runden gefahren. Einmalig am Start sind die Golden Oldies. Da werden dann insgesamt, müssen wir einmal schauen, waren das dann drei Runden wurden auch da gefahren. Jawohl, ganz genau. So, Zieleinlauf hier im Lauf Nummer 3. Pennall dreimal, drei Punkte. 2 Punkte Terry Betts, 1 Punkt Blech, 0 Punkte Stangeland. So, und dann kommen wir zu den Golden Oldies. Sie sind diesmal nur einmal am Start, aber ich glaube, das reicht auch. Und wenn Sie die Namen lesen, ein erlesenes Fahrerfeld. Buck Hoffmeister, Fred Aberl, Christoph Eichhorn und Franz Holzmann. Ja, der Backhoff-Meister, er war ja der erste Deutsche, der hier an einem WM-Finale teilgenommen hat. Fred Aberl, er ist natürlich einer der alten Cracks, genauso wie diese anderen drei Fahrer auch. Aber in Führung gegangen ist mit Weiß, Sie sehen es hier, der Christoph Eichhorn, der diese Golden Oldies, wie sie genannt werden. Sie sind ja auch alle noch im Sport tätig. Fred Aberl, fast überall auf der Rennbahn zu sehen. Auf dem zweiten Platz ist Buck Hoffmeister, dritter ist dann Franz Holzmann und auf dem letzten Platz Fred Aberl. Aber ich würde sagen, in diesem Rennen, da gibt es keinen letzten Platz. Es ist sehenswert, was diese jungen Burschen hier noch auf der Maschine zeigen. Denn sie sind alle älter als 50 Jahre. Da bedeutet es doch schon etwas, noch so gut auf dieser Maschine zu halten. Die Geschwindigkeiten waren noch nicht gerade die langsamsten. Ja, Sieger wurde der Christoph Eichhorn, zweiter dann Backhoffmeister, dritter dann. So, dann kommen wir zum nächsten Lauf und das ist dann die Gruppe mit den Weltmeistern der früheren Jahre. Fabulous 50s, Ove Fundin, sechsmaliger Weltmeister, Barry Briggs in Blau, viermaliger Weltmeister, Hans Kriebel und Kaleb Vilahtinen aus Finnland. So, der Start ist erfolgt. Der Kameramann hat sich etwas anders postiert. Jetzt wollen wir auch natürlich einmal sagen, dass nicht wir vom AJK-Team dieses Rennen aufgenommen haben, sondern dass dies unser Kollege und Freund Karl Wunder aus Österreich für uns gemacht hat, der uns diesen Videofilm, wie alle anderen Videofilme auch, dankenswerterweise kostenlos zugestellt hat. Wir kommen zum Lauf zurück. Barry Briggs ist natürlich schon in Führung gegangen, aber der Ove Fundin ist auf dem zweiten Platz mit Blau. Barry Briggs jetzt wieder nach vorne geschossen. Ove Fundin, er kommt aber wieder auf, versucht innen dran vorbeizukommen. Schauen Sie sich das mal an. Diese beiden Leute. Ja, der Barry Briggs ist ja auch noch bis in die späten 40er Jahre noch auf dem Motorrad gesessen. Ove Fundin, schauen Sie das an. Perfekter Fahrspiel. Diese Männer noch mit den Maschinen umgehen können. Da ist es eigentlich gar nicht wert, Zieleinlauf zu sagen. Zwei Leute, ein Superlauf. Barry Briggs wurde Erster, Ove Fundin Zweiter, Hans Kriebel Dritter und Lachtin Vierter. Die 6, Björn Knuts, der schwedische Fahrer, einmal Weltmeister geworden, 1965, Roschen wieder Mannfried. Jan Oedegaard und Hans Wassermann mit dabei. Start ist erfolgt. Es geht in Führung. Von ganz außen kommt er. Das ist der Hans Wassermann. Schauen wir mal mit gelb sagen ab, wie er hier aus den Männern kam. Von außen das Feld regelrecht stehen ließ. Obwohl man ja sagen muss, dass er eine Behinderung am Bein hat. Trotzdem
unheimlich, was er hier mit auf den zweiten Platz Manfred Poschi wieder zeigt. Ja, da fällt der Poschi etwas weiter zurück. Da hat Hans Wassermann noch einmal ganz kräftig gekontert. An der Björn Knutz, der jetzt hier versucht, Manfred Poschi wieder anzugreifen. Und auf den letzten und unangenehmen vierten Platz, Jan Oedegaard. Aber Hans Wassermann führt das Feld natürlich ganz, ganz klar an. Ja, da muss er nochmal aufpassen, aber ganz knapp gewann hier Hans Wassermann. Auf den zweiten Platz dann Manfred Poschenrieder, auf den dritten Platz Björn Knutzen und auf den letzten Platz Jan Oedegaard. So, mit Gelb sehen wir hier Bruce Penhall, der zum ersten Mal ans Band kommt, zum zweiten Mal. Er hatte seinen ersten Lauf gewonnen, aber wir warten einmal auf die Startliste. Giri Stanze, er hatte einen Punkt im ersten Lauf, Waldemar Bartschik 3 Punkte, Norman Hunter 0 und Bruce Penhall 3 Punkte. Schauen wir einmal, wie Bruce Penhall wegkommt. Mit Gelb ganz außen ist er in Führung gegangen. Auf den zweiten Platz liegt dann Norman Hunter. Ah, jetzt kommt Bruce Penhall erst auf den ersten Platz von Norman Hunter, noch in Front. Mit der weißen Helmkappe. Das sah eben so aus, als wenn es der Bruce Penhall gewesen wäre. Aber Norman Hunter noch in Front und Bruce Penhall versucht anzugreifen. Fantastisch hier der Kampf dieser beiden. Die ganze hätte bald gedacht, der A zieht jetzt Bruce Penhall im Fastkampf vorbei. Norman Hunter kontert aber noch einmal. Und Bruce Penhall schafft es immer noch nicht ganz. Jetzt auf der Geraden versucht es noch einmal, ja, Rad an Rad, Maschine an Maschine, und jetzt hat es Bruce Penhall geschafft. Na gut, da liegen natürlich noch etliche Jahre dazwischen, aber trotzdem sensationell hier, wie Norman Hunter mithält. Ja, wir denken, dass er im ersten Lauf 0 Punkte fuhr. Ja, jetzt hat sich der Sieg nicht mehr zu nehmen. Sein zweiter Sieg wird das am heutigen Tag. Bruce Penhall erschaut, wo bleibt Norman Hunter. Aber wie gesagt, es ist nur eine Show-Sache für den Zuschauer. Und die haben dieses auch dankbar angenommen. Bruce Penhall gewann diesen Lauf. Zweiter dann Norman Hunter. Dritter dann Giri Stanze. Letzter Waldemar Bartschik. Lauf Nummer 8. Anders Michanek. Er hat 2 Punkte. Terry Betz in Blau mit ebenfalls 2 Punkten. Auch 2 Punkte Schorschel Hack und ohne Punkt Franzl Lang in Gelb. Ja, mit Rot Anders Michanek in Führung gegangen. Auf den zweiten Platz. Schorschel Hack mit Weiß in Gelb, aber er greift jetzt den Anders Michanek an. Dritter Terry Betz und letzter Franzl Lang. Ah, der Schorsch versucht es von außen an Michanek vorbeizukommen. Aber der Anders Michanek, der weiß schon, wie er sich verteidigen kann gegen einen Schorschack, der ja dieses Stadion hier aus dem FF kennt. Die große Bild mit der weißen Helmkappe. Dritter weiterhin, Terry Betz, da hat sich nichts dran geändert. Auch wenn ihr keine Sagen habt, über Rotvorgänge waren. Trotzdem, alleine schon der Sport, diese Leute, sensationell, fantastisch. Die Zuschauer waren zufrieden, das ganze Drum und Dran war super. Und der Zieleinlauf im Heat Nummer 8. 3 Punkte Anders Michanek, 2 Punkte Schorsch Hack. 1 Punkt Terry Betz, 0 Punkte Franzl Lang. So, dann kommen wir zum dritten Durchgang, Swinging 60s, beziehungsweise wiederum zur dritten Gruppe. Edgar Stangeland mit 0 Punkten.
Pete Smith mit einem Punkt, Xenon Fleck einen Punkt und wieder Collins mit drei Punkte. Ja, schauen wir einmal mit Weiß, Xenon Fleck von der dritten Position, zieht er außen auf den Platz 1, dann Pete Smith ist hier auf der dritten Position und PC mit Gelb auf der zweiten. Ja, da kommt er ziemlich weit nach außen. Mit Weiß ist es Xenon Fleck. Ah, Peter Collins zieht jetzt dran vorbei an Xenon Fleck. Super, super. Auf den dritten Platz dann Pete Smith. Mit Gelb. PC, Peter Collins in Bonn. Ja, aber schauen Sie einmal da, da hat es der Xenon Fleck wieder geschafft, Peter Collins zu überholen. Da hätte der Peter Collins auch nicht mitgerechnet, dass er da dann auf den zweiten Platz zurückgeschmissen wird. So war dann auch der Zieleinlauf. Erster dann Xenon Fleck, wurde dann sogar noch Pete Smith. Dritter dann Peter Collins und letzter Edgar Stangeland. So, dann Lauf Nummer 1 bei den Fabulous 50, zweiter Durchgang. Barry Briggs mit 3 Punkte, Jan Oelgaard im Blau mit 0 Punkte, Hans Wassermann mit 3 Punkte und Manfred Froschnieder mit 2 Punkte. Schauen wir einmal, wie es aussieht. Wer liegt im Front? Das ist der Hans Wassermann, aber mit Gelb. Schauen Sie da einmal. Der Manfred Froschnieder zog an ihm dran vorbei. Hans Wassermann wiederum auf die Führungsposition, aber dann ist es Barry Briggs hier, der jetzt in Front gegangen ist. Mit Rot ist es Barry Briggs. Zweiter Hans Wassermann, dritter Poschenrieder und Jörn Oedegaard auf dem letzten Platz. Ja, die Helmkappen wurden nur wieder hintergeklemmt. Das ist eigentlich so das Manko bei den verschiedenen Veranstaltungen, dass die Helmkappen nur dahinter geklemmt werden. Nicht jeder Zuschauer kennt jeden Fahrer so gut, dass er ihn am Kombi oder am Fahrsteller erkennen kann. Deswegen wäre es doch schon angenehm, dass immer die Helmfarben bzw. die Helmkappen übergezogen werden. Tja, die drei Runden sind zu Ende. Sieger wiederum Barry Briggs. 6 Punkte schreibt er. 2 Punkte für Hans Wassermann. Er schreibt 5 Punkte. Froschenrieder Manfred 1 Punkt, er kommt auf 3 und 0 Punkte. Jan Oedegaard, es bleiben 0 Punkte bei ihm. So, dann die zweite Gruppe aus den Fabulous 50s. Das sind mit Rot Hans Biedel, er hat 1 Punkt. Mit Blau Ove Fundin 2 Punkte. Kalle Filachtinen 0 Punkte. Und Björn Knudsen 3 Punkte. So, Startband ist oben. Schauen wir, wer am besten wegkommt. Mit Gelb ist es Björn Knudsen auf der zweiten Position. Dann schauen wir, es ist Ove Fundin. Die Kamera bleibt auf Björn Knudsen. Da zweiter dann Ove Fundin. Dritter mit Rot Hans Griebel. Ja, und einen Ausfall hatte schon hier der Kalefi Lachtinen aus Finnland. Und mit Blau hier Ove Fundin im Moment auf dem zweiten Platz. Ja, hier sehen wir ihn. Kalefi Lachtinen, Ausfall und Zieleinlauf. Nach diesen drei Runden 3 Punkte Björn Knudsen, er schreibt 4 Punkte. 2 Punkte Ove Fundin, ebenfalls 4. 1 Punkt Hans Griebel, hat insgesamt 2 Punkte. Ohne Punkte durch den Ausfall Kalev Lachtin. Lauf Nummer 12 sind Matchläufe. In Rot Kalev Betz, in Blau Schorschlag. Das geht immer über 2 Runden, das wurde einmal so ausgelost. Das sind 4 Läufe, die so dazwischen gebracht wurden. Hier führt mit Rot Terebetz vor Schorschak. Ja, der Schorsch versucht noch mal ranzukommen, aber Terebetz verteidigt seinen Vorsprung bis ins Ziel. Denn wie gesagt, diese Matchraces wurden nur über ganze 2 Runden gefahren. Sieger, wie gesagt, Terry Betz
aus Großbritannien. So, und dann im nächsten Match-Race ist Manfred Posch wieder und Björn Knudsen am Start. Poschi und Björn Knudsen, Seite an Seite, Maschine an Maschine. Jetzt setzt sich der Manfred Poschi wieder etwas ab. Aber der Björn Knudsen versucht noch einmal aufzukommen. Aber der Manfred Poschi wieder, er rettet seinen Sieg bis ins Ziel. Dann der dritte Lauf, das ist dann Daryl Briggs gegen Anders Michanek. Da sind wir gespannt, wer hier den ersten Platz belegt. Blau ist es Anders Michanek erstmal in Front, dann Daryl Briggs auf der zweiten Position. Oh, da wechseln sich ab. Daryl Briggs kommt nochmal von innen. Schauen wir uns die zweite Runde an. Wie sieht es aus? Wer kommt am besten auf der Gegengeraden nochmal dran? Daryl Briggs schafft es hier nicht, bleibt weiterhin auf den zweiten Platz. Und der Anders Michanek, ja, jetzt gibt es noch einmal ganze knapp. Ja, es war dann doch Anders Michanek, der diesen Lauf gewann. So, und dann zum allerletzten Match Race. Da treten Bruce Pennell und Peter Collins gegeneinander an. Pennell hat sich hier die Spitze übernommen, zweiter Peter Collins. Ja, das war natürlich jetzt genau andersrum, aber es wechselt alles und somit ist Bruce Pennell wieder in Front, Peter Collins auf den zweiten Platz zurückgefahren. Konnte kurzfristig die Führungsspitze übernehmen. Schauen Sie sich das an, aber das war ein ganz knapper Sieg für Bruce Pennell. Abwechslungsreich, vielleicht sogar ein wenig abgesprochen, aber sowas wollen ja die Zuschauer sehen. Sagen habt ihr, gratulieren Sie sich für diese super Show-Einlage. Die beiden Kämpfer, Bruce Pennell rechts und PC Peter Collins. Lauf Nummer 16, Swinging 60s, Pete Smith mit insgesamt 3 Punkten. In Rot. Zehnerflecht mit 4 Punkten im Blau. Mit 4 Punkten Peter Collins und mit 0 Punkten Edgar Stangland in Gelb. Ah, wer kommt am besten weg? Mit Blau scheint es. Nein, sind alle 4 auf gleicher Höhe. Alle 3 muss man natürlich sagen. Sagenhaft hier. Mit Weiß ist es erstmal Peter Collins. Oh, da kommt aber Zehnerflecht von innen auf den zweiten, auf den ersten Platz vor. Dann mit Gelb Edgar Stangeland, weit abgefallen, als Pete Smith war das dann auf dem zweiten Platz. Und PC muss kämpfen, dass er auf den zweiten Platz noch vorkommt. Ja, wobei ist Peter Collins nur auf den dritten Platz, aber jetzt zieht er auf den zweiten Platz vor. Erster Xenoblade, zweiter Peter Collins, dritter Pete Smith und auf den letzten Platz, weit abgefallen, Edgar Stangeland. Ja, die besten 4 Fahrer qualifizieren sich ja für das Tagesfinale hier aus dieser Gruppe. Was natürlich wie immer dann auch am Schluss eines Rennens ausgefahren wird. Ja, und in diesem Lauf war es so, dass Klaas hier noch schlecht gewann. Und mit 7 Punkten da könnte er sich schon für dieses Finale qualifiziert haben. Aber wir müssen erstmal abwarten, denn Pennell, Michanek und Hack können auch noch Punkte schreiben. So, und im Lauf Nummer 17 ist es dann soweit mit 3 Punkten Rot Terry Betts. Mit 4 Punkten George Hack im Blau, mit 0 Punkten Franz Lang und mit 2 Punkten Norman Hunter. Langsam kommen sie jetzt auf die Start- und Zielgerade, direkt vor Startband. Terry Betts in Rot, George Hack in Blau, Franz Lang in Weiß, Norman Hunter in Gelb.
Terry Betzinroth ist in Front gegangen und auf der zweiten Position. Ist dann der Schorsch Hack mit Blau. Sehen wir das richtig? Terry Betz, Schorsch Hack und Norman Hunter. Ganz lang auf dem letzten Platz. Ja, der Schorschak kann nicht mehr eingreifen. Terry Betz wird diesen Sieg nach Hause fahren. Letzte Runde. Und der Vorsprung ist doch schon ziemlich groß für Terry Betz. Schorschak kann da gar nicht mehr eingreifen. Obwohl er doch noch einmal ganz schön aufkommt. Das müssen wir jetzt doch verstehen. Aber Terry Betz, er bleibt in Front. Das müsste dann 3 Punkte für Terry Betz. 2 Punkte Schorsch Hack, 1 Punkt Norman Hunter, 0 Punkte Franz Lang. Das heißt 6 Punkte insgesamt Terry Betz und 6 Punkte Schorsch Hack. Ja, da haben wir schon 3 Fahrer mit insgesamt 6 Punkten. NPC Peter Collins hat ebenfalls 6 Punkte. So, dann zum letzten Durchgang von den Swinging 60s, bevor das Finale kommt. Waldemar Bartschik mit 3 Punkte, Kiri Stanze mit 2 Punkte, Bruce Benner mit 6 Punkte und Anders Michanek mit insgesamt 5 Punkten. Tja, der Xenon Blech hat sich schon qualifiziert, kann man sagen. Denn nur Bruce Penhall und Anders Michanek können diesen Xenon Blech noch überholen. Somit Xenon Blech schon für das Finale qualifiziert. Schauen wir mal, wie es aussieht. Bruce Penhall und Giri Stanze liefern sich da einen knallharten Kampf. Mit Gelb ist es Anders Michanek, aber Bruce Penhall in Front gegangen mit der Startnummer 9 in Weiß. Bruce Penhall, oh, und der kommt da auch mit Gelb. Anders Michanek auf der 2. Position, dritter dann Stanzel und letzter Waldemar Bartschik. Ja, oh, Bruce Penhall zeigt an. Da fällt er aus. Oh, das ist natürlich schlecht. Das wäre schade. Oh, und dann noch ein Fahrer mit 6 Punkte. Anders Michanek in Front. Ja, da sehen wir, Bruce Penhall schiebt seine Maschine erstmal aus der Gefahrenzone. Aber es war ja die letzte Runde, meine ich. Nein, eine Runde war noch zu fahren. Anders Michanek in Front. Und für Anders Michanek bedeutet es dann insgesamt 8 Punkte. Und er hat dann ebenfalls mit Xenon Blech das Finale erreicht. Tja, dann gibt es ja 1, 2, 3, 4 Mann mit 6 Punkten. Und diese 4 Leute müssen stechen um die 2 noch offenen Plätze beim Finale. Wir kommen jetzt zum Finale der Fabler 50s. Es ist mit Rot, Barry Briggs mit 6 Punkten, Ove Kundin mit 4 Punkten, Björn Knutzen 4 und Hans Wassermann 5 Punkte. Barry Briggs Rot, Ove Kundin Blau, Björn Knutzen Weiß, Hans Wassermann in Gelb. Ah, Barry Briggs. Gelb hier, Hans Wassermann. Oh, da schauen wir mal, wie Barry Briggs da gerade durchschoss. Gleich auf den ersten Platz vorfuhr. Zweiter mit Weiß ist dann Björn Knutzen. Dritter Hans Wassermann. Und letzter dann nur Ove Kundin. Da will ich diese Namen so lesen. Barry Briggs. Das sind 11 Weltmeistertitel insgesamt, die hier jetzt auf der Bahn sind. 6-mal Kundin, 4-mal Briggs, 1-mal Knutzen und Hans Wassermann. Er hält sich aber wacker in diesem Feld auf den 3. Platz. Letzte Runde, Zielkurve hier für Barry Briggs, der natürlich ganz klar die Fabler 50s gewinnt. Dann 2 Punkte Björn Knutzen, er schreibt 6 Punkte. 1 Punkt Hans Wassermann, ebenfalls 6 Punkte. 0 Punkte leider nur für Ove Kundin
er bleibt auf dem vierten Platz mit 4 Punkten. Lauf 20, Stechen mit Bruce Benoll, Betz, Hack und Bacik. Ah, da kommen sie alle sehr gut aus den Bändern. Benoll, Collins, Betz und Hack, das war das Stechen mit den 6er-Fahrern. Ich war schon fast im Finale, hätte ich gesagt. Da ist im Front Bruce. Mit Gelb ist es erstmal Sean Schack. Mit Weiß dann Terry Betz. Ja, und PC auf den allerletzten Platz. Ja, Terry Betz wurde Erster, Zweiter Sean Schack, Dritter Bruce Benoll und Letzter Dieter Collins. Geht, Lauf 21, Swinging 60s, Rot Anders Michanek, Terry Betz in Blau, Sean Schack in Weiß und in Gelb Zenon Plech. Und mit Rot kommt da Anders Michanek sehr gut, oh, kommt aber schwer zu Sturz. Und leider musste dieser Lauf abgebrochen werden. Und das und der Finallauf wurde dann leider nicht mehr aufgenommen vom Karl Wunder. Ich gebe Ihnen einmal das Ergebnis. Bruce Benoll lag ganz klar in Führung, fiel dann aber aus. Und dann gewann den Rehran Zenon Plech vor Sean Schack und Terry Betz. Und letzter, wie gesagt, Bruce Benoll. Das Team HJK-Video verabschiedet sich hier von den Golden Greats aus Landshut. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Thank you.